Oh oh. Thetis, mein Verbündeter, du hast mich enttäuscht. Nun werde ich, Nemesis, die Kontrolle übernehmen. Oh oh. Ich lasse nicht zu, dass sie meine Pläne durchkreuzen. Ich werde der einzige Gott sein. Nein, Kleiner. Oh, ich wollte gerade meine Hand bewegen. Es ging nicht. Khazar, du hast meine Pläne zum letzten Mal durchkreuzt. Ja, da hätte sich etwa Khazar töten. Nein. Oh, oh. Khazar, ich weiß, dass deine Kreatur einen Teil der Seele in sich trägt. Ich brauche das nicht. Ich habe bereits die vereinte Kraft dreier Seelen. Damit werde ich dich zerstören. Hat er einfach ausgelöscht? Nein, lass mich, ich will helfen. Wo ist meine Hand? Kleiner, lauf weg. Nein, nein, nein. Die ist so süß. Sammelt jetzt die Seele von ihm. Jetzt hat dieser Kerl doch tatsächlich eine Seele. Ist damit alles verloren? Ja, ich fürchte, das ist es. Hat er jetzt die Seele von der Kreatur geklaut? Und was genau macht er da jetzt? Gibt's doch nicht. Khazar? Zertreten wie ein Insekt. Jetzt verstehe ich, was der alte Berater meinte. Die Macht der drei Seelen muss vereint werden. Aber Nemesis sagte, er hätte drei Seelen. Ja, aber er will verhindern, dass wir die anderen bekommen. Dann müssen wir sie um jeden Preis haben. Richtig. Also, was läuft hier rum? Kühe. Moment, ich muss ganz kurz nachdenken. Können wir hier noch was helfen? Ihr gehört jetzt immer noch Letis. Khazar. Also. Moment. Wir haben dieses Dorf erobert. Daraufhin ist Nemesis erschienen, der anscheinend der Boss von, oder der Gebieter oder irgendwie ein Höhergestellterer von Letis ist und hat gesagt, oder hat Khazar getötet, weil er seine Pläne schon so oft durchkreuzt hat, oder was? Und damit wir die Seelen nicht bekommen, um ihn nicht zu besiegen. Und dann hat er die Kreatur von Letis mitgenommen. Hat sie quasi geklaut oder ausgetauscht und hat seinen niedlichen Löwe, wir erinnern uns, der Löwe, den er gegrillt hat auf dem Berg, den hat er aber weggeschickt, weil er mächtig genug ist. Und jetzt plötzlich will er wieder eine Kreatur. Mhm. Können wir einen Grabstein errichten? Hier ungefähr. Okay. Das bedeutet Krieg. Und das bedeutet, was ist das? Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Ich schon. Lass mal sehen. Dieses Leben wird das Leben vieler erhalten. Schon wieder so ein Psychopathen-Kinderschänder oder was? Was für eine verkorkste Welt ist das hier?
wir holen uns die zwei Seelen, die wir brauchen. Ja, ihr habt ja halt auch einen scheiß Ort zum Leben, ne? Und dann werden wir Nemesis in den Arsch treten und werden uns die Seele von der kleinen Schildkröte wiederholen. So, wo ist unserer? Huh. Plötzlich so laut. Jetzt beweg dich wieder, ja. Mhm. Gut. Nein, eigentlich nicht gut. Ich sage einfach immer so gut, ich weiß. Das sage ich sehr oft. Ist mir auch schon aufgefallen. Wir müssen immer noch Hütten bauen. Und hier geht's euch so weit gut. Hoch. Ach genau, deswegen bin ich zur Kreatur gegangen. Ich wollte die füttern. Schnapp dir eine Menschen, bitte. Wir haben so viele davon. Menschenüberschuss. Im nächsten Dorf, wenn wir das nächste Dorf bauen, werden wir der Kreatur so einen kleinen Gang lassen. So. Lass sie dir schmecken. So. Wir müssen Hütten bauen, dann baut doch einfach. Okay, pass auf. Mein Plan ist jetzt, dass wir hier erstmal kurz... Du bist ein Kind. Wahnsinn! Gibt's hier überhaupt noch... Moment. Bekehrter Züchter! Kann es sein, dass es hier extrem wenig Menschen gibt? Bekehrter Züchter! So, ich wollte hier, dass die uns ein bisschen Holz beschaffen. Das wird quasi das Holzdorf. Ich weiß, ich errichte hier mal so Dörfer. Das bringt gar nichts, weil irgendwann der Wald ja weg ist. So, wir nehmen uns jetzt erstmal sämtliche Dörfer, die wir finden können noch. Huch. Hallo. Darf ich? Na also. Ihr braucht dringend Nahrung. Ich sehe es genau. Füllhorn. Hoch, leben die Wikinger! Wir nehmen uns auch die Dörfer, die alten von Khazar. Einfach weil wir es können. Und weil er unser Freund war. Hoch leben die Wikinger! Und dann werden wir die restlichen von Letis einnehmen. So, und jetzt noch ein Holzwunder. Ah, unsere Gläubigen glauben wieder mal nicht genug. Muss ich euch erst wieder Feuer unterm Hinter machen? Strukturelementar. Da haben sie Angst bekommen. Ich habe aber gesehen, die haben Hunger. Da müssen wir gleich. Ruckel. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Tod! Hoch leben die Wikinger! Ich glaube, uns sterben die gerade da am Altar ab. Tod! Ich komme ja schon. Füllhorn! Hoch leben die Wikinger! Ein bisschen Nahrung. Und dann... Wir haben genug Menschen, wir können das tun. Außerdem wächst ja unser Tempel so toll. Tod. Ich habe ihn ja auch gerade geopfert. So, hier... Nein, komm her. Nein, du sollst doch nicht da hoch. Wir müssen Hütten bauen. Kriege ich das dann nicht mehr runter? Hallo? Ah, jetzt. So. Nee, keine Dings. So. Okay. Huch, zu nah ran. Expansionswunsch 100%. Aber ich leide. Was habe ich denn heute andauernd für Versprecher? Mensch, das gibt's doch nicht. Ich halte mich jetzt mal nicht mehr so viel mit dem Ausbauen unserer Dörfer auf. Tod! Ich arbeite jetzt mal, dass wir hier vorankommen. Hier wohnen so extrem wenig Menschen. Wenn wir hier wenn wir hier einen Typen reinsetzen. Bekehrter Missionar. Gut, euch können wir nicht bekehren. 15 Glauben. Wie viel braucht man noch?
136, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier noch. Hallo? Da. Bekehrter Missionar. Hier wohnen wirklich sehr wenig Menschen. Hier. Was kann ich noch machen? Wir können zum Beispiel. Wir spenden einfach noch ein bisschen Essen. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger! Ist immer schwer, so Dörfer zu bekehren, wenn da so wenig Menschen drin wohnen. Was machst du da? Ah ja. Du kommst mal mit, anstatt hier elegant zu posten. Was zu posten? Zu posen. So, komm her. So, ich bin dich da. Nein, ich kann dich nicht festbinden. Fällt mir gerade ein, hier oben hat man doch noch eine Mission. Verzeih, Allmächtiger. Ich brauche deine Hilfe. Kinder haben mir mein Vieh gestohlen. Verschwindet, ihr elenden Diebe! Bitte, du musst dem ein Ende setzen. Okay. Wie wär's, wenn wir diesen Bauerntölpel erledigen? Tod! Denk an die armen, Tod! Hungrigen Kinder. Das tue ich. Füllhorn. Ein Weg damit. So, hab deine Kuh. Du hast deine Kuh gerettet. Das wird den Bauern freuen. Diese hungrigen Kinderlein stehlen das Vieh des Bauern. Sollen wir eingreifen? Hab ich schon. Ich hab sie doch alle weggeworfen. Ach so. Ich verstehe. Wir müssen warten, bis die... tot. Ja, ich weiß. Ich traue meinen Augen nicht. Es geht nichts über ein gutes Gemetzel. Wie gesagt, wir sind böse. Und ich brauche mich nicht für meine Spielweise zu rechtfertigen. Komm her. Außerdem sind es noch kleine virtuelle Menschen. So. War's das? Gibt's doch nicht. Wie konnte der es überleben? Das kann er aber nicht überlebt haben. Hallo? Das war's doch, oder? Diese hungrigen Kinderlein stehlen das Vieh des Bauern. Sollen wir eingreifen? Hab ich doch schon. Ich weiß, einer muss noch irgendwo rumliegen, aber wo? Also ich habe eine in die Richtung geworfen. Aber wohin ist die Frage? Ach, gibt's doch nicht. Komm her. Kleine Pissnelke. Du wirst geopfert. So. War's das jetzt? Bekommen wir hier jetzt was Tolles? Das war's, Boss. Du hast alle Kinder erledigt. Du sollst dem Stehlen ein Ende setzen und nicht meine Kühe töten! Ich hab doch seine Kühe gar nicht getötet. Unser Donnerkeil ist jetzt stärker. Welche Kuh habe ich denn bitte getötet? Ich hab doch... Das waren Kinder, die ich... Und keine Kühe. Ich glaube, der Typ braucht eine Brille. So, jetzt hier einmal Holz. Strukturinventar. Die Kreatur habe ich schon gesehen, die ist hier zurückgelatscht. Hoch leben die Wikinger! Das ist auch unser Dorf. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Und aufgrund von wenigen... Ja. Gibt es überhaupt eine Frau? Wie viele Menschen leben hier? Nur mal so. 5. Ah ja. 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich hier. Hallo? Darf ich bitten? Melden Sie sich bitte bei der Information. Wir müssen also ein paar Frauen importieren.
Wir brauchen Holz. Danke.